Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal wieder ein tolles Programm in Deutschland. Grupperennen und Listenrennen und auch in Frankreich habe ich ein Rennen in Deauville rausgesucht. Also das Wochenende voller Highlights. Wir springen rein am Samstag erstmal nach Köln in den Preis von Europa Gruppe 1. Leider nicht so hoch dotiert, aber 77.000 Euro sind schon eine Summe, die ja, der ein oder andere mitnehmen will. Unter anderem Pferde aus dem Ausland. Barney Roy, das wird wohl der Favorit wieder werden. Das Pferd von Charles Appleby gewann ja den Dallmayr-Preis in München-Riem. Und jetzt geht es über eine längere Distanz, über die 2-4-Distanz. Und ja, das wirft doch einige Fragezeichen auf. Nichtsdestotrotz, er hatte die Pferde letztes Mal in Schach, hat mit seiner Klasse ja, den Sieg nach unter Dach und Fach gebracht, so kann man das sagen. William Buick war nicht so ganz zufrieden mit dem Boden, aber er hat auch gesagt, am Ende war das dann doch die Klasse von Barney, ja, die ihn zum Sieg gebracht haben. Ein tolles Pferd und zu Recht der Favorit. Aber die Opposition kommt weiter aus dem Ausland. Damayo, das Pferd hier, nicht sehr oft gelaufen, die Stute, gewann aber das Saisondebüt gegen Communique, den kennen wir ja aus dem Johnston-Stall, der lief auch schon in Deutschland recht souverän mit über zwei Längen, lief eigentlich nur einmal im Leben aus ihrer Platzierung, wird auch sicherlich was mal gehabt haben, sonst hätte sie mehr Starts. Ein tolles Pferd, hat in Deauville schon Gruppe 2 Mitte Tore gewonnen, also ganz, ganz gutes Pferd hier. Holly Doyle kriegt den Ritt auf der guten Damayo. Dann geht es weiter zum nächsten Starter. Nagano Gold hier. Kommt aus einem kleinen Quartier, muss man sagen. Wird sehr oft am Toto unterschätzt. Lief in Saint-Cloud nach langer, langer Pause sehr gut. Der kam nämlich vom Arc. Also das waren doch einige Monate dazwischen. Lief ganz gut. Hätte auch fast gewonnen mit Christophe Soumillon. Ich denke mal, er wird auch dieses Jahr wieder in den Arc gehen. Letztes Jahr wurde er Achter. Lacario ist so das Pferd, mit dem die Deutschen hier eventuell rechnen oder auch Grosser Jack. Lacario, mal schauen, ob er läuft. Grosser Jack wurde ja leider disqualifiziert, aus der Wertung genommen, aus dem Derby wegen verunreinigter Futtermittel. Aber der Sieg sollte ins Ausland gehen, das denke ich mal. Wer gewinnt das Rennen? Barney Roy. Ich habe es ja schon gesagt, die 2-4-Distanz, das ist nicht so seine Distanz. Das erscheint mir doch sehr weit. Damayo kann natürlich ganz andere Ware sein. Aber Nagano Gold, das ist das Pferd, auf das Sie sich hier stützen sollten. Ganz, ganz tolles Pferd. Theo Bachelot auch in toller Form. Hat wieder einige Siege in Frankreich geritten. Und der kriegt hier den Ritt für dieses Gruppe 1 Rennen. Also Nagano Gold hier, mein Tipp für Sie im Preis von Europa am Samstag in Köln. Dann geht es weiter zum Samstag nach Deauville in den Prix Guyon-Dornano. Hier ein tolles Rennen. Gruppe 2 über 2000 Meter hoch dotiert, 280.000 Euro. Ja, und hier treffen sich Pferde aus dem französischen Derby, wieder aktuell genannt. Mischriff de Summit und Victor Ludorum. Die beiden trafen sich. Es gewann Mischriff. Ein Glanzritt von Joris Manizabal, der die Lücke nutzte und dann hat er ihn schön frisch gemacht. Jetzt geht es über eine 100 Meter kürzere Distanz. Das sollte eigentlich Victor Ludorum und das Summit in die Karten spielen. Mischriff hatte ja schon in England über diese 2000 Meter ja schon gewonnen gehabt. Das heißt, er lief da zum ersten Mal. Das Summit und Victor Ludorum liefen ja niemals länger als über die Meile. Ganz, ganz schwierig hier, ein Wetträtsel, muss man wirklich sagen, wer ist vor wem. Aber Victor Ludorum hat souverän die französischen Guineas gegen The Summit gewonnen. Davor verlor er noch gegen The Summit, aber danach hat er seine Klasse ausgespielt. Ich denke, auch für The Summit und Victor Ludorum ist 2000 Meter die absolute Maximaldistanz. Und Mischriff sehe ich aber eher über 2400 Meter. Aber mein Tipp wird das Godolphin-Pferd aus dem Fabre-Stall Victor Ludorum sein. André Faber hat schon früh dieses Rennen als sein Ziel markiert hier. Ganz, ganz tolles Pferd. Aber der Reiter, besser gesagt die Taktik des Reiters, darauf wird es ankommen, diesem Rennen. Das wird hier ganz interessant werden. Michael Barcelona, der Partner von Victor Ludorum, ist mein Tipp in dem Prix Guyon-Dornano am Samstag in Deauville.
Dann geht es weiter zum Sonntag nach Düsseldorf. Ein tolles Rennen, der große Sparkassenpreis. Listenrennen über die Distanz von 1400 Meter. Ja, Song of Life, das Pferd von JP Cavallo. Der hat nun wirklich einen Treffer verdient, das muss man sagen. War jetzt zweimal auf dem Ehrenplatz. Zuletzt Zweiter zu Half Light, der danach in Frankreich Zweiter ganz knapp wurde. In einem Gruppe 1, also die Form deutlich aufgewertet. Aber die 1400 Meter, die kann er auf jeden Fall. Aber ich würde ihn eher über die Meile sehen. Queen Kalua, ein französisches Pferd. Eine Stute, die den Black Type sucht. So sehen die Formen aus. Hat erst 4 Starts. Zuletzt zu hohen Orts Vierter zu Earthlight, einem tollen Pferd von Godolphin. Davor gab es einen Sieg gegen schwache Konkurrenz. Also kein Pferd, vor dem die anderen Angst haben müssen. Pantal, der Satteltier Datana. Und der weiß natürlich ganz genau, wie man diese Listenrennen für Stuten in Frankreich gewinnt. Die Stute Datana hat aber dieses Jahr noch nichts gezeigt und braucht unbedingt weichen Boden. Samstag soll es ja regnen in Düsseldorf. Sonntag wird es warm werden, mal schauen, ob der Boden austrocknet. Viele in diesem Feld brauchen eigentlich zumindest gut bis weich, um die Bestleistung zu zeigen. Sonst wird es natürlich hier zu Überraschungen kommen. K-Club natürlich noch zu erwähnen, der muss hier sehr viele Kilos geben aus dem Trial von Erika Meder. Der lief sehr stark letztes Mal, gewann dort. Mit ihm spielt man so mit den Distanzen zwischen 1000 und 1400 Meter, ist alles bei diesem Pferd drin. Nach Form muss natürlich Song of Life sehr weit sein. Datana nur bei weichem Boden spielen, ja, sage ich auch. Aber Pantal, der weiß ganz genau, was man in diesem Rennen braucht. Das wird eine gute Odds hier geben auf dieses Pferd. Hat zwar dieses Jahr nichts gezeigt, aber davor ein großes Handicap gewonnen. Leider muss ich sagen, dass Rennen wird wahrscheinlich ins Ausland mal wieder gehen. Queen Kalua auch ganz stark, aber etwas dunkel. Deswegen für mich Datana der Tipp im großen Sparkassenpreis am Sonntag in Düsseldorf. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!